Ich dreh kurz den Herd kleiner. Ich hätte dich vorher noch mal fragen sollen, aber mir war so, als ob du Seebarsch magst. Du machst Seebarsch? Ich bin schwer beeindruckt. Ich komme in letzter Zeit kaum noch zum Kochen. Auch wenn ich nur noch einmal kochen müsste, wäre das einmal zu viel. Und dann wurden die Lastwagen sofort abgeladen. Als sie in ihrem Mercedes auftaucht, einen Blick riskiert und alles storniert. Er ist eine Spur zu rosa. 6 Tonnen Marmor kommen wieder nach Italien, denn sie passen farblich nicht zum Kätzchen. Oh, ich liebe es, Architekt zu sein. Wenn du jetzt gehen musst, dann ist es okay. Nein, nein. Das ist unsere 4. Verabredung. Die 5. Du vergisst die, wo du Schluss mit mir gemacht hast. Entschuldige. Ich hätte nur gern genau gewusst, was du von mir erwartest. Oder was ich von mir erwarte. Ich erwarte wirklich gar nichts von dir. Schon klar. Soll ich dir beim Abräumen helfen? Oder schlafen wir erst zusammen, um danach abzuräumen? Können wir nicht beim Abräumen zusammenschlafen? Und das erwartest du wirklich von mir? Ich erwarte wirklich gar nichts von dir, sagte er erneut. Ich bin nur nicht so sicher, dass alles so leicht ist, wie du es gern haben würdest. Mach dir jetzt keine Gedanken darüber. Aber eins sollte dir klar sein. Wenn du willst, dass ich auf dich eingehe, dann lass mich nicht reden. Mach einfach, was du willst. Aber jetzt hau mir erstmal sowas wie eine Pfanne über den Schädel. Denn seit ich hier bin, denke ich eigentlich nur daran, wann können wir beide nach oben gehen. Sie ist bereits unterwegs. Sie wohnt 5 Minuten von hier. Ich gehe. Wieso? Weil ich nicht auf deine Ex treffen möchte. Wieso nicht? Das mit derselben Schule ist schon peinlich genug. Es gibt jede Menge Tratsch über uns und sie weiß nicht mal, dass wir uns kennen. Das ist ja lächerlich. Wir haben doch überhaupt nichts Schlimmes getan. Ihr beide wart mal verheiratet. Ich erlaube nicht, dass du verschwindest, nur weil jemand, mit dem ich mal verheiratet... Ich muss sofort gehen, denn sonst werde ich ihr zwangsläufig begegnen. Du hast doch gesagt, sie wohnt 5 Minuten von hier. Aber sie war bereits unterwegs. Und was mache ich jetzt? Du begegnest ihr. Keine Panik, es wird nichts passieren. Ich gehe lieber nach oben. Versteck dich in meinem Zimmer. Hey, seit wann gehst du nicht mehr ans Telefon? Hallo? Ach, da war ich wahrscheinlich im Badezimmer. Es geht um die Zeichnung, die Jessie morgen braucht. Ja, die wird sicher noch oben liegen. Dann werde ich sie holen. Nein, nein, das mache ich. Voilà. Danke. Hier riecht's verbrannt. Oh mein Gott. Da brennt es ja wirklich. Brauchst du Hilfe? Nein, 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 nein. Das kriege ich schon alleine hin. Oh, sei bitte vorsichtig. Aha. Oh nein. Entschuldige, ich... Du holst sie doch morgen früh ab, oder? Ja, das mache ich. Noch hungrig. Haben wir noch Rot? Nur dieses peinliche Pink. Na gut.
Wieso nennt man die Dinger überhaupt Hot Dogs? Also ich taufe sie Hot Hogs, heiße Schweinchen. Ey, das geht doch nicht. Was denn? Ich hasse Hot Dogs. Klasse, ich habe auch noch eine Idee. Laut schreiend davon? Ey, das schreibt man aber anders. Das soll ein Gag sein. Warte, warte. Ey, da fehlen noch die Haare. Na, wie sieht das aus? Oh, da seid ihr ja. Ja, na klar. Wir planen eine neue Werbekampagne für das Schulfest. Cool. Ich habe hier übrigens schon die Aufteilung für die Buden. 3 für deine Familie und 3 für deine. Oh, darüber werdet ihr euch bestimmt freuen. Ihr könnt am Popcornstand zusammen sein. Es gibt ja so ein Foto von meiner Mom auf der Highschool und da sieht jeder gleich, dass sie Miss Perfect gewesen ist. Achtung! An alle Freiwilligen beim Aufbau mitmachen. In einer halben Stunde... Gracie, es ist langsam Zeit für uns. Aber ich bin noch nicht fertig. Zoe will Hausaufgaben machen. Nein, will ich gar nicht. Kann ich dir helfen, Vorsichtig, junge Dame. Nein! Mom! Okay, ich hole sie in 5 Minuten. Und deshalb glaube ich einfach nicht, dass sie eine Ahnung hat, wie mein Leben aussieht. Sie war schon immer sehr beliebt. Alle wollten sie kennenlernen. Du bist eine bessere Mutter als ich, stimmt? Na, das will ich doch stark hoffen. Kann ich dir helfen? Ja, was sagt dir der Begriff Hammer? Nichts. Hier. Und dann hängst du das hier ran. Oh, noch ein Opfer. Gott sei Dank, ich hoffe, du musst nicht ganz dringend weg, denn es dauert hier sicher noch bis Mitternacht. Eigentlich wollte ich sogar über Nacht bleiben. Auf Wendy Graves warten wir wohl vergebens. Oh, sie tut mir ja so leid. Kaum zu glauben, nach 22 Jahren. Du meinst, die haben sich... Wenn ich Lust habe, angeln zu gehen, dann will ich das einfach tun können, ohne irgendwen um Erlaubnis zu bitten. Oh. Abgesehen von seiner Freundin. Und was sagst du zu Jeannie Emmetson? Oh mein Gott. Ich weiß. Wieso hat sie nur gedacht, dass sie diese Operation brauchen würde? Was ist denn mit ihr passiert? Ihr Gesicht ist völlig unbeweglich. Sie kann nicht mal mehr lächeln. Oh nein. Jimmy Emmonson ist geliftet worden? Sie ist doch aber so wunderschön. Jetzt nicht mehr. Ich war Cheerleader, ich schrieb für unser Jahrbuch, ich war immer beschäftigt. Ich habe die Schulzeit gelebt. Und ich war allein. Hören wir uns etwa genauso an? Nein, wir zeigen Mitgefühl und Sorge, wenn wir beide über die anderen quatschen. Reden Sie etwa auch schon über mich? Nein. Aber sicher wird es schon bald dazu kommen. Ich glaube, die haben immer gedacht, sie kennen mich. Dabei hatten sie keine Ahnung. Nicht die geringste. Sie haben kein eigenes Leben, also verschlingen sie das Leben der Nachbarschaft. Hey, Naomi! Hallo, Mary! Falschen Pässe organisiert. Als Spion wärst du ein völliger Versager. Naja, ohne mein Fernglas konnte ich unmöglich erkennen, was du mir sagen wolltest. Was war denn los? Du weißt doch noch, in der Schule waren die Jungs nie so gemein wie die Mädchen. Und das Gleiche gilt auch für Mütter. Also tratschen sie über uns, ja? Noch nicht, oder sie hören auf, wenn sie mich sehen. Doch ich weiß jetzt genau, wie sie über uns herfallen werden. Zur Hölle mit ihrem blöden Rumgeschnatter. Wieso bist du eigentlich so attraktiv? Ich wette, das sagst du zu allen Vätern. Ja, so bin ich. Die Schulschlampe. Gott sei Dank. Oh, macht es dir irgendetwas aus, wenn wir beide das erstmal für uns behalten würden? Im Interesse der Kinder. Grace hat schon genug Kummer wegen uns beiden.